Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Bilder, die ihr letztes Mal gepostet habt. Unser Ausflugsdepartement hat sich richtig darüber gefreut. Und jetzt kommt's, wir gehen mit Lars Krüger auf die Brücke. Danach fahren wir in den Eidfjord und gehen zusammen auf Ausflug. Und dann erratet ihr Dinge von damals. Viel Spaß! Wir haben Kapitän Lars Krüger für euch auf der Brücke besucht und er erzählt uns mal, wie er eigentlich bei AIDA Kapitän geworden ist. Und übrigens, und jetzt kommt unsere Aktion für diesmal, habt ihr auch Bilder von eurem Kapitän, dann postet es hier unten drunter. Und jetzt zu Lars Krüger. Das Zitat, der Weg ist das Ziel, kennt bestimmt jeder. Mit dem Versprechen, Wind und Wellen zu spüren, nur einmal auszupacken und das Hotel mit zum nächsten Ziel zu nehmen und gleichzeitig viele Annehmlichkeiten genießen. Ich komme gebürtig aus Eilenburg bei Leipzig, also ich bin gebürtiger Sachse. Das, was man am meisten vermisst, das ist das, was nicht in der Nähe ist, und das ist das Meer gewesen. Und deswegen fahre ich zur See. Also man fängt natürlich erstmal mit einem Praktikum an, um sich sicher zu sein, ob man den Job überhaupt machen will. Dann schaut man sich das Militär mal an, ob vielleicht die zivile Fahrt oder die Militärfahrt besser ist. Dann macht man Schiffsmechanikerlehre. Wenn man die Berufsausbildung abgeschlossen hat, geht man zum Studium, 3,5 Jahre circa. Ja, und danach arbeitet man sich langsam hoch. Junioroffizier, Senioroffizier, dann wird man entweder Chiefmate in der Frachtfahrt, bei uns heißt das Ganze Staffkapitän, und dann wird man Kapitän irgendwann. Das Faszinierendste ist, dass der Job nie langweilig wird, weil jeder Tag anders ist. Selbst wenn man die Häfen 10-mal, 20-mal angefahren ist, ist die Situation immer wieder anders, egal ob durch das Wetter, durch die Menschen, die man vor Ort hat. Man arbeitet, man wird bezahlt für etwas, wo man trotzdem die Welt bereisen kann, ist natürlich faszinierend. Und das Dritte ist einfach, ich mag Schiffe und die Technik. Ich bin für mein Leben gern Frachter gefahren und dann kam irgendwann eines Tages der Anruf von AIDA, ob ich nicht Interesse hätte, für die Firma zu arbeiten. Und ich bin offen für neue Dinge und habe gesagt, ich höre mir an, was er mir zu erzählen hat. Und dann habe ich mir das angeschaut und das Anschauen und drüber nachdenken dauert jetzt schon 6 Jahre. Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff in das Wintergebiet. Ich hätte niemals in meinem Leben geglaubt, dass ich eine Lawinenwarnung auf einem Kreuzfahrtschiff aussprechen muss. Und ich glaube, das ist so das Faszinierende gewesen. In Tromsø 150 Tonnen Schnee an Deck innerhalb von 5 Stunden. Das ist beeindruckend für ein Kreuzfahrtschiff. Ich bin nach Gran Canaria gezogen, auf die Sonneninsel. Das ist immer schöne Wetter, weil man dort wandern kann, das ganze Jahr über. In der Frachtfahrt war das oft so, dass ich im Winter zu Hause war. Im Winter ist das Wetter in Deutschland nicht so schön. Ich fahre gern Fahrrad, gehe gern wandern. Und auf den Kanarischen Inseln ist es eben so, dass ich die ganze Zeit im ganzen Jahr wandern kann und einfach die Natur genießen kann und die Mentalität der Leute. Ketengan und Bon Vieche, viel Spaß an Bord unserer lächelnden Lady. Wart ihr schon mal in Norwegen? Ich finde immer wieder, die Bilder sind wirklich beeindruckend und die Atmosphäre soll ganz besonders sein. Rebecca war mit auf Ausflug zum Eidfjord und ich habe gehört, es soll auch Trolle geben. Viel Spaß! Wir sind heute im östlichsten Arm des Hardanger Fjords in Eidfjord angekommen. Mit 906 Einwohnern, einem Einwohner pro Quadratkilometer grob gerechnet, ist das wirklich ein sehr beschauliches Örtchen. Es gibt aber trotzdem wahnsinnig viel zu sehen und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Einfach dieses Panorama, diese Ruhe, die so auf einen ausstrahlt. Es ist wirklich schön. Wegen das Land der Trolle. Und wenn wir jetzt ganz, ganz leise sind und hier einfach nur rumsitzen, vielleicht können wir dann zwischen den Steinen einen Troll entdecken.
Also es ist faszinierend, die Reise vom ersten Augenblick bis sicherlich hin zum letzten. Total schön, ja. Wenn man den Kindern von heute Dinge zeigt, die für uns damals selbstverständlich waren, dann kommt dabei raus ein wunderbares Spiel. Und das heißt Dinge von damals. Und das haben wir an Bord gespielt. Viel Spaß. Unser Filmteam war dann gestern im Kids Club und hat den Kindern einige Sachen von damals, wir nennen das Spiel nämlich Dinge von damals, gezeigt. Und die müssen sie beschreiben. Du siehst das aber nicht, sondern du hörst einfach zu, was die Kinder denn dazu gesagt haben. Und danach errätst du, was es denn sein könnte. Bist du dabei? Ja, probieren wir mal. Alles klar, dann würde ich dir jetzt einmal deine Augen verbinden. Moment, ich muss mal schauen. Ich glaube, der Papa sieht nichts mehr, oder? Perfekt. Anhören oder angucken kann man, da gibt es so verschiedene DVDs, aber bei manchen kann man es auch beides machen. Einfach reinmachen und dann zuschieben und dann müssen wir irgendwo drauf drücken. Und dann kam da Musik aus. Meine Mama hat eine von Cinderella und von Alf. Von Alf, die mag ich besonders. Weil bei Alf gibt es drei. Komm wieder. Das finde ich irgendwie lustig. Ich glaube, die Kinder kennen diese Sachen nicht unbedingt. Und da kann es schon mal passieren, dass dann vielleicht der ein oder andere auch falsche Tipp dabei ist. Ach so. Ja. Ich weiß nicht. Walkman, Discman vielleicht? Weißt du, was das Schöne ist? Du hast ja hier den Ben noch sitzen, ne? Ben, ich gebe dir mal was in die Hand und du darfst es mal beschreiben. Was ist denn das? Eine CD. Eine was? Eine CD. Eine CD? Ist das auch einer der Tipps, die nicht in Ordnung sind? Das könnte vielleicht sein. Dann würde ich sagen, es ist eine Kassette. Es ist eine Kassette? Und ich halte es mal in die Kamera, Sie haben es ja gerade gesehen. Du darfst mal kurz einmal so hochlockern. Eine Kassette, großen Applaus mal. Ich mache einfach mal runter wieder die Klappe. Ben, mach mal noch mal den Test. Papa kann nichts mehr sehen. Wie viele Finger zeigt? Wie viele Finger? Fünf. Na ja, so fast in der Regel. Ist schon okay gewesen. Ich würde sagen, dann spielen wir einfach mal Runde Nummer zwei. Eine CD-Platte? Irgendwas, was, wo man schieben und so kann, damit die CD da reingehört. Ja, weil es geht ja auch hier nicht raus. Das ist ja das Komische. Und Mama hat das als Baby. Oder es ist vom Fotoapparat. Da sehe ich nur schwarz. Fast wie ein Briefkasten. Eigentlich ist das für ein Computer? Ah, das ist so eine DVD für einen Computer. Nein, jetzt weiß ich was. Da drin speichert man die Sachen ab. Wieder ganz eindeutig, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Und? Also, ich war zwischendurch mal auf einer Polaroid-Kamera, aber ich habe keine Ahnung. Also es könnte auch irgendwas mit Musik sein, aber... Wollen wir das noch mal probieren mit dem Ben? Soll er noch mal helfen? Ja. Ja, siehst du, der Ben hat schon gesagt, er soll helfen. Ben, erklär doch mal, was hast du in der Hand? Ein Fotoapparat. Schau mal, was ist denn das hier? Wie sieht denn das aus für dich? Es sieht wie ein Kullerauge aus. Wo ist denn das Kullerauge? In der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. Diskette. Eine Diskette, großen Applaus. Du darfst die Augenbinde auch wieder abnehmen. Großartig gemacht. Freust du dich? Vielen Dank. Großartig. Großen Applaus bitte. Und wenn auch ihr mit unserem tollen Kapitän auf Reise gehen wollt, wenn ihr spannende Destinationen und großartige Landschaften erleben wollt, dann geht ihr auf www.aida.de oder in euer nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in der Weltmetropole New York und fahren zuerst nach Hamilton auf den Bermudas. Weiter geht es nach Nassau und nach Miami. Wir machen noch Halt in Port Canaveral, in Norfolk und in Baltimore und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach New York. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der tollsten Musik. Diesmal Aida Perla, unser Kollege Christopher für das richtig gute Gefühl. Und nicht vergessen, hier unten drunter euer Bild mit eurem Lieblingskapitän. Bis zur nächsten Woche. Nah.
Ciao.